Herzlich willkommen zurück zu Raft, Raft, Raft. Ich weiß nicht, wie ihr abgestimmt habt in puncto Pronunciation beim letzten Mal. Aber das ist nicht so schlimm. Das bedeutet, ihr könnt jetzt hier erstmal so ein bisschen schauen, wie es weitergeht. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, willkommen zurück. Ich habe keinen Song vorbereitet, es tut mir leid. Ich habe auch wirklich die letzte Aufnahme ausgemacht und die nächste direkt an. Also so insane ist es hier schon gelaufen. So, gegarte Kartoffel aufnehmen. Dann direkt hier wieder den würde ich gerne immer drin haben. Diese Sachen. Oh, hier. Oh, Kunststoff, da sehe ich mich. Rettet die Wale! Lasst mich den ganzen Shit hier einbunkern. So, da hinten ist eine Insel. Da wollte ich mal hin. So ein Anker habe ich gesehen bei Dings und so. Bei Paluten und GLP, dass die das auch gerne machen. Was ist denn Tee eigentlich? Du bist ein mutiger Pionier. Aha. Gibt es jetzt eine Story, oder was? Okay, gut. Müsst ihr wissen? Mit Süßwasser befüllen und gönnen. Dann so und dann so. Und dann kocht er. So, dann brauchen wir wieder eine rohe Kartoffel. Weil wir müssen hier ständig an unserem Nahrungs... Okay, ich kann die Rüben auch so fressen. Ich mach das einfach mal eben. Einfach mal wieder ein bisschen... Ist es nicht so belohnt? Ihr werdet wahrscheinlich denken, Kalle, don't do it! Aber ist nicht so schlimm. Gönn Plank. Gegönnt. Ich habe also dieses Gönnen, ne? Das hat sich bei mir privat so etabliert momentan. Ich sag das so häufig. Ich spiele mit Freunden momentan oft TFT. Und dann will man immer bestimmte Einheiten haben. Und dann sagen wir immer, gönn jetzt den. Gönn Garen. Nee, Garen gibt's gar nicht. Aber gönn, keine Ahnung, Zyra. Oder gönn, jetzt gibt's ja Senna und Lucian zum Beispiel. Und Amumu. Da weiß ich auch gar nicht. Ich meine, ist ein anderes Game. Interessiert euch auch vielleicht nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen will, da benutzen wir das mit dem Gönn auch sehr, sehr häufig. Und ja, das wollte ich einfach mal. Oh, gönn die Kiste. Unnormal belohnt. Die Kisten sind immer sehr geil. So, was ist mit dieser krassen Insel da hinten? Kann ich da hin? Schaffen wir das? Oder geht mein Paddelfeuer kaputt? Lohnt sich das überhaupt schon, da hinzugehen? Ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Denn wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir noch neue Sachen lernen oder so. Wurfanker. Wurfanker ist auf jeden Fall was wir zeitnah noch bekommen wollen. Wir brauchen halt Steine. Und, oh, das brauchen wir gar nicht machen. Steine sind halt einfach nur Steine, ne? Und Steine kann ich mir vorstellen, kriegt man auf so einer Insel. Aber ich glaube, dass ich jetzt mich einfach noch mal ein bisschen treiben lasse. Ich werde jetzt gleich eine Angel mal bauen und sowas einfach. Von daher gucken wir mal. Angel. Da brauchen wir noch ein paar Planks. Give it away, give it away, give it away now. Just give it away. Ich hatte mal mir vorgenommen, also direkt nach meiner Schulzeit, also im Abitur, beziehungsweise, ich hatte eigentlich schon einen Plan, also ich hatte die Ausbildung angefangen zum Eventmanager und dann hatte ich mir vorgenommen, Schauspieler zu werden. Warum mache ich das mit der Dings? Ist unnötig. Ich wollte mal Schauspieler werden, witzigerweise. Und ich hatte da so Bock drauf, weil ich früher ein darstellendes Spiel, das war eines meiner Lieblingsfächer, abgesehen davon, dass ich in der Schule generell nicht so derjenige war, der immer Bock hatte, also Schule war... ehrlicherweise nie so wirklich was, wo ich gesagt habe, Mensch, das macht dir Spaß. Bin ich ehrlich? Also Schule war... Wie kann ich das denn... Kann ich das nicht reparieren? Kannst du nicht reparieren, oder was? Ich verstehe es nicht. Verstehe die Mechanik dahinter nicht. Ist wahrscheinlich super easy, aber ich bin wahrscheinlich nicht so... Oh, lol, jetzt habe ich die... Oh, lol, jetzt habe ich die... Zweimal gefressen, das war dumm. Naja. Not so wild. Not so wild. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Nahrung. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir sollten immer an unserem Wasser hier arbeiten. Denn ich glaube, das ist was wir immer machen können. So, Planks. Wollen wir auch. Angel ist immer noch unser Ziel. Angelroute hergestellt. So, jetzt können wir nicht mal was snacken besorgen. Wann hört dieser Wahnsinn auf? Alles auf Rausch. Mehr im Bus als zu Hause. Brauche ich vielleicht einen Köder? Oh, shit. Ich glaube, ich brauche einen Köder. Kann das sein? Und alle denken so, boah, Kalle, Alter. Was ist mit dir? Was ist mit dir? So. Na, 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 na.
Sehr gut. Ich habe so das Gefühl, diese Haken sind essentiell und deswegen baue ich auch mal direkt mal noch einen neuen. Dass ich nicht in Bedrängnis komme. Ja, wenn man so Zeit für sowas hat. Weil da habe ich jetzt Haiköder eben gelesen. Ne? Das ist natürlich so eine Sache. So, was ist das hier? Ah, hier kann man Sachen pflanzen. Das ist auch sehr wichtig. Da kann man nicht Kartoffeln pflanzen und so. Was brauche ich dafür? Seile, 4 Stück. Gönn mal die Dinger da hinten. Shit in my ass. Ich glaube, ich brauche Dings dafür. Okay. Oh, jetzt kommt mal Musik. Das hatten wir letzte Folge gar nicht. Ich weiß nicht, wie das hier mit der Musik abläuft. Ob man die permanent einstellen kann oder nicht. Ich hätte gerne die Kiste da hinten. Gerade noch ein bisschen langweilig. Ich bin auch sehr gespannt, wann man denn zu diesen Inseln kommt, die auch wirklich begehbar sind. Also wir haben diese natürlich diese Inseln. Kannst jetzt erforschen, Antenne. Okay, erforschen ist natürlich auch so eine Sache. Also mehr oder weniger so ein passives Level-System scheint es ja zu geben, wenn es jetzt heißt, ich kann Sachen erforschen. Die Frage ist, wie machen wir das? Inventar ist da. T ist hier. So, wie kann man denn Sachen erforschen? Gefundene Gegenstände, blablabla. Erste Seite. Wo ist denn mein Erforschungsding? Warte mal, ich muss mal eben in die Einstellung gucken. Steuerung. Okay. Nach unten schwimmen, blablabla. Interagieren, Gegenstand werfen, Q, das haben wir schon gemerkt. Distanz ist T. Distanz ist T? Aber T ist doch mein Tagebuch hier. Spielinfo, oh. Haus hier umbenennen, blablabla. Okay, okay, also hier wird nichts von wegen... Interagieren ist E. Gut, ja. Weiß ich jetzt nicht. Wo kann ich denn Sachen erforschen? Okay, das ist natürlich FPS, okay. Ja, ja. Ja, okay. Gut. Wegen Erforschen bitte mal... Alter, nicht wieder alles wegschmeißen. Bitte mal vielleicht helfen. Ich bin zu blöd scheinbar, Sachen zu erforschen. Können wir speichern. Gut. Wie erforscht man denn Sachen in Raft? Das gucke ich gleich mal nach. Braucht ihr gar nicht in die Kommentare schreiben. Vor der nächsten Aufnahme werde ich das auf jeden Fall mal herausfinden. Ist jetzt aber, glaube ich, noch gar nicht so wichtig, dass wir eine Antenne haben. Von daher ist auch nicht so wichtig, dass wir das jetzt schon wissen. Ein Segel! Das können wir herstellen. Das hätte ich auch direkt gern. So. Shit, Juck. Ja, ich glaube, das muss hier so irgendwie hin, ne? Öffnen. So. Geil. Jetzt können wir zumindest mal so ein bisschen den Wind ändern. So, keine Ahnung, ob das überhaupt jetzt alles Sinn ergibt. Wir wollen auf jeden Fall mal eine... Ich habe ja nie keinen Segelschein gemacht. So wie der Henno. Der hat mir letztens, als wir Sea of Thieves gespielt haben, irgendwie erklärt, wie das mit dem Segeln geht. Aber da wir da jetzt auch mit aufgehört haben, da habe ich ja natürlich schon wieder alles vergessen. Ich bin sowieso so ein super vergesslicher Mensch. Wenn Leute mir was erzählen, dann höre ich auch auf, versuche ich immer aufmerksam zuzuhören. In den meisten Fällen klappt das ganz gut. Nein, ich habe wieder Salzwasser getrunken. Gönn. Aber es gibt auch Momente, wo das nicht so gut klappt. Shit. Shit, shit, shit. Aber wir haben ja den Ersatzhaken haben wir noch dabei. Eine Kiste hätte ich vielleicht mal gerne. Und das mit dem Bett, das würde ich auch mal gerne irgendwie in Angriff nehmen. Kleines Lager, Seil, 2, ja. Gut, dann brauchen wir natürlich noch ein paar Dinger. Shit. Ah. Oh, ich habe gehofft, dass ich beide nehmen kann. Ah! Unbelohnt. Das muss auch nicht sein. Die hast du dann auch wieder ständig zu tun, ne? So, hier war irgendwie eine Kiste, die hätte ich gern. So, bei Kisten sind sehr gut. Oh, ich habe noch einen Stein. Für den Stein brauchen wir den Wurfanker, ne? Weil den brauchen wir echt tatsächlich, um irgendwo zu landen. Wimpel, Segel, Wurfanker. So, Stein brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Was braucht man noch? Seile. Also Seile sind halt auch so the way to go, offensichtlich. Für gewisse Dinge. Only got 4 minutes to save the world.
Only got boys in the sander. Würde Maxims Bruder jetzt sagen. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einiges für Seile bekommen. So, da fehlt ein Stein noch. So, ich würde den gerne gleich fertigstellen. Kiste brauchen wir auch noch nicht. Wir haben ja noch genug Platz. Was ist das? Bauplanantenne. Ach so! Ja. Oh, ich werde verhungern. Aber ich habe auf jeden Fall noch zwei Kartoffeln, die fertig sind. Die werden wir jetzt mal snacken. Und wir haben wieder zwei Rüben. Which is auch gut. So, und die nächste Insel, die ist eigentlich so unser Ziel. Wir wollen jetzt hier noch, wir müssen noch einen Stein finden. Wir brauchen irgendwie einen Stein. Kann hier natürlich jetzt nicht auf Tauchgang gehen. Oh, da hinten ist ein Floß! Ja, 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 da sind immer so Sachen drauf und so Kisten, habe ich mir sagen lassen. Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal schauen. Und ich mache schon mal ein zweites Paddel. Und auf dem Weg dorthin werden wir einfach alles mitnehmen. Weil das wäre belohnend. Tatsächlich. Wenn wir das noch bekommen. Only got boys in the sander. Ah, schön. Komm, gönn Floß jetzt. So, dann muss ich noch einen machen. Ich weiß halt nicht, ob das worth ist, jetzt hier dahin zu paddeln. Aber ich weiß, dass es da auf jeden Fall Dinge gibt, die mich interessieren könnten. Das Floß fährt auch so ein bisschen von mir weg. Ich kann doch bestimmt mit dem Segel arbeiten, oder? Dass ich da noch ein bisschen schneller hinkomme. Weil gefühlt ist das schon fast an mir vorbei. Ah, guck mal, es geht jetzt viel schneller. Oh, only got boys in the sander. So, gönn. Ja, das mit dem Segel, das hätte mir vielleicht auch schon ein bisschen vorher einfallen können. So. Das kriegen wir. Da ist irgendwie so ein Nest oder sowas drauf. Alter, wie schnell wir jetzt da dran sind. Unnormal. Kann ich da irgendwie... Ich kann da halt nichts abbauen wahrscheinlich. Ne? Kiste aufgenommen, das ist schon mal gut. Da oben komme ich nicht ran. Das geht ja unter, Alter. Aber ich kann da vielleicht draufspringen. Geil. Aber das Nest bringt mir gar nichts. Oh, shit. Gut. Gut, gut, gut. Wo ist denn mein Hammer? Alter, ist der kaputt oder habe ich ihn weggeschmissen? Kletterpflanzenglibber. Aha. Hoher Hering. Okay, ich kann, glaube ich, scheinbar... Ich kann so angeln, oder? Ich versuche das jetzt nochmal. Vielleicht war ich einfach eben zu ungeduldig. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass ich einfach... Hätte noch einen Köder gebraucht, aber scheinbar brauche ich gar keinen Köder. Aha. Ich hab einen hohen Buntbarsch bekommen. Das ist nice. Sehr geiler Barsch. Ich hätte gerne noch einen Dorsch. Oder einen Armenakoi. Wie kann ich denn die Sachen... Warte mal, ich habe noch zwei Blueprints. Ich würde die gleich mal schauen, wie ich die lernen kann. Das ist bestimmt easy. Ich bin einfach nur zu dumm. So, hier würde ich jetzt gerne... Die Rübe nehmen. Und die letzte Rübe, die tun wir jetzt auch nochmal drauf. Dann haben wir hier wieder nichts drin. So. Wir müssen natürlich immer, also Nahrung ist wichtig. Aber ich meine, wir haben schon die Grundversorgung gerettet. Das, also wir haben schon mehr geschafft als jemals in Raft, glaube ich. Was halt nicht schlimm ist. Oder was halt eher gut ist, sagen wir mal so. Kleines Lager, sehr gut. Da können wir jetzt auf jeden Fall mal eine Kiste gebrauchen. Und da nehmen wir mal... Kann ich die drehen? So, aber ich habe auch gerade noch nicht so... Oh, roher Buntbarsch, rohe Makrele. Ich habe auf jeden Fall schon zwei Fische. Rezept Früchtekompott. Gut, wir gucken mal. Kann in der Forschungstabelle erlernt werden. Ja, aber how? How? Alter, er hat es wirklich gesnackt. Gut. Kommen wieder einen neuen Hammer. Keine Planks. Shit. Shit, shit, shit. Wir wollen natürlich verhindern. Aber wir können auch diese Dinger an den Rändern bauen. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das, so diese Fangdinger, ne? Diese Fangdinger. Aber die können wir wahrscheinlich noch nicht. Müssen wir hier mit dem Wind ein bisschen arbeiten. Jetzt kommt hier natürlich nichts ran. Gut.
Also ich muss mir das gleich, ich gucke mir das gleich in der Pause an. Also in der nächsten Folge weiß ich, wie das mit dem Forschen geht. Also ihr braucht es nicht in die Kommentare zu schreiben. Ich werde es auf jeden Fall gleich wissen. Ich weiß halt nur jetzt nicht. Ich will jetzt ja auch nicht eine halbe Stunde rumprobieren, weil Tee bietet keine Forschungstabelle, so wie ich das jetzt sehe. Oder was? Es sei denn, geht auch nichts. Hier kannst du nichts anklicken, gar nichts. Gefundene Gegenstände bringen alles nichts. Es gibt scheinbar so Story-Gegenstände. Oh, ich habe Hunger, Alter, aber ordentlich. So, jetzt gehen wir Fisch. Oh, lecker. So, hier werden wir auf jeden Fall mal einen saufen, Alter. Dann wieder zurück. Dann wollen wir mal Ditte essen. Damit es hier uns auch besser geht. Bett können wir wahrscheinlich immer noch nicht bauen. Ja, weil wir jetzt natürlich auch wieder alles ausgegeben haben. Dann werde ich hier die erstmal reintun. Einfach nur, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Ansonsten, ja, also diese ganzen Sachen, die brauche ich hier natürlich nicht in der Ablage. Das kann ich alles mal hier. Den packen wir gleich mal rein. So, zacki, zacki, Hühnerkacki. So, wie weit ist denn der Fisch? Mit Süßwasser füllen. Komm, wir trinken nochmal ein. Salzwasser füllen, wieder abbrennen. So, und du musst mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen hier. Ich kriege hier gerade keine Items, das ist nicht so gut. Bin hier gerade irgendwo gelandet, wo es nicht so nice ist. Scheinbar. Der Fisch ist immer noch nicht durch, ne? Vor allem verliere immer eine Planke dadurch, dass ich kochen will. Das ist jetzt ein kleines Problem. Ich brauche Holz. Oder Planks, Alter. So. Den Barsch, den machen wir jetzt auch nochmal. Essen brauchen wir. Ah doch, Essen brauchen wir. Dann gönn mal Fisch. Der Fisch schmeckt auf jeden Fall. Und nochmal. Und trinken können wir auch nochmal. Zack, zack. Sehr gut. Dann ist das auf jeden Fall erstmal wieder gesaved. Piss dich, Alter. Ich hau dir eine rein. Gut. Ja, hier ist ja wirklich Flaute gerade, ne? Ich würde gern ein Bett haben. Bin ich ehrlich. Aber da fehlt jetzt noch einiges an Materialien. Und wir haben hier leider auch gerade gar nichts, womit wir das machen können. Vor allem, nee, also es sind alles ganz, ganz normale Sachen. Aber ich würde auch gerne meinen Raft wieder ein bisschen erweitern. Also meinen Raft. Weil ich habe keinen Bock, dass der hier an den knabbert und dann meine ganzen Sachen wechseln. Weil ich habe auch nicht das Gefühl, ich kann die wieder deplatzieren oder woanders hin tun. Mit Süßwasser füllen. Ah, gut. So, haben wir sonst noch was zu essen? Nee, wir haben jetzt wieder alles aufgesnackt. Hm, wieso ist denn hier jetzt weit und breit nichts? Das macht mich ja richtig fuchsig. Was soll denn der Hass? Wann hört dieser Wahnsinn auf? Alles so frisch. So. Ja. Bin gespannt, was ihr unter das letzte Video geschrieben habt mit den YouTubern, die ich mal vielleicht in Betracht ziehen sollte. Gerade vielleicht auch für solche Projekte, die man auf dem Zweitkanal machen kann. Gibt es vielleicht genügend? Weil ich habe immer so das Gefühl, auf meinem Hauptkanal, das ist so sehr speziell. Ihr habt vielleicht mein Video gesehen, wo ich darüber spreche, oder wo vor allem meine Kollegen und Freunde darüber sprechen, wie so die letzten 3 Jahre für mich waren. Und der Max hat ja auch am Ende gesagt, hey, ist alles cool, so wie Kalle das gerade macht. Aber es wäre vielleicht auch nice, wenn er so ein bisschen was Eigenes kreiert. Einfach für mich selber. Und da gebe ich auf jeden Fall recht. Es gab immer wieder Leute, die halt geschrieben haben, Mensch, Kalle, bist du nur eine Henno-Kopie? Und das ist auch wirklich eine Minderheit. Aber trotzdem, ja, ist es nicht aus meinem Kopf raus. Und ich würde natürlich auch gerne einfach für etwas Eigenes stehen. Es ist mir tatsächlich aber auch sehr schwer gefallen, da jetzt komplett mein eigenes Ding zu schaffen. Und ich glaube schon, dass ich meine eigenen Merkmale habe. Zum Beispiel, dass ich immer diese Songs singe und sowas. Und hast du nicht gesehen? Auch der Kalle Kuschinski, finde ich, ist in meinen Augen sehr, sehr einzigartig. Den würde ich gerne auch in den nächsten Jahren ein bisschen weiter ausbauen. Denn ich werde nicht ewig Hausflipper spielen, aber ich finde diese Figur Kalle Kuschinski richtig nice. Und da finde ich zum Beispiel richtig cool, wie Dr. Disrespect das zum Beispiel macht. Wobei er natürlich einfach komplett nur in eine Richtung geht. Da bin ich mal gespannt, was mir da so einfällt. Und da könnt ihr natürlich auch gerne beiwohnen, wenn euch das dann weiterhin alles interessieren sollte. So. Gut, den Fisch, den snacken wir uns auch direkt mal rein. Aber hier ist gerade wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, warum hier gerade so Flaute ist. Weiß ich wirklich nicht. Aber ist auch nicht so wild. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen, sehe ich gerade. Und daher, ich werde jetzt mal gucken, wie man das mit dem Forschen macht. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und dann schauen wir mal, wie es nächste Folge weitergeht, ne? Tschüssikowski.
Adieu.